So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video wieder etwas zum Thema Beweisführung in der Mathematik und auch zum Bereich Mengenalgebra. Wir haben eine mengenalgebraische Behauptung. Zum Beispiel haben wir hier, ist unechte Talmenge oder unechte Talmenge von m. Und m wiederum ist Talmenge oder unechte Talmenge von m vereinigt mit n. Das ist die Behauptung, die es jetzt hier zu beweisen gilt. Ich setze jetzt mal die Mengenoperationen hier, die setze ich mal als bekannt voraus. Und zwar soll diese Behauptung hier oben für alle beliebigen Mengen m und mn gelten. Also, für alle m und n beliebigen Mengen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir diese Behauptung mathematisch beweisen können. Ich werde einmal einen formellen Beweis, ne, zeigen, der auch wirklich als Beweis dann auch gilt. Und ich werde noch einen sogenannten symbolischen Beweis gelten, beziehungsweise einen symbolischen Beweis zeigen. Da streiten sich ja allerdings die Geister, inwieweit das wirklich ein Beweis ist oder ob es vielleicht einfach nur eine gute Begründung wäre, ne? Als erstes mal zeigen. Wir werden das Ganze streng formal aufzeichnen. Das heißt also, wir schreiben hier erst einmal nochmal die Behauptung hin. Behauptung, ne? Ist also m soll Durchschnittsmenge von n, ne? M Durchschnitt n. Das soll Talmenge oder unechte Talmenge von m sein und das wiederum soll Talmenge oder unechte Talmenge der Vereinigungsmenge zwischen m und n sein. Voraussetzungen legen wir hier fest. Ich kürze das hier einfach ab. Als Voraussetzungen legen wir hier einmal fest, dass das Ganze für m und n beliebige Mengen gilt, also das, was wir auch schon oben geschrieben haben. Habe jetzt hier einfach geschrieben für m und n beliebig. Des Weiteren die Definitionen der Mengenoperationen, die legen wir als bewiesen, beziehungsweise die setzen wir als bewiesen, als anerkannt voraus in unseren Voraussetzungen. Und dann, ne, notieren wir hier auch noch das Venn-Diagramm, dass wir dieses also verwenden, um unseren Beweis durchführen zu können. Ne? Das wäre das. Das heißt also, um es nochmal von Anfang an zu beschreiben. Bei einem Beweis sollte man immer stilistisch richtig vorgehen. Das heißt also immer die Bezeichner, Behauptung, Voraussetzungen zu zeigen und letztendlich Beweis sollten aufgeführt sein. In den Voraussetzungen werden zum Beispiel Definitionen, die Sie verwenden möchten für Ihren Beweis oder Axiome und so weiter oder Sätze, die bereits bewiesen sind, als bewiesen gelten, können Sie hier notieren dann. Die legen Sie hier in Ihren Voraussetzungen als bekannt voraus, beziehungsweise auch sonstige Hilfsmittel, in unserem Fall zum Beispiel das Venn-Diagramm, auf welches wir zurückgreifen wollen, um eben Mengenoperationen darzustellen, notieren wir uns auch in den Voraussetzungen. Als nächstes kommt der Punkt Beweis. Beweis. Hier kann dann zum Beispiel auch nochmal eine Unterteilung kommen, was zu zeigen ist oder was Sie an der Stelle
zeigen möchten. Es könnte ja möglich sein, dass Sie diese Behauptung in zwei Teilbehauptungen splitten möchten, die Sie nacheinander, also in Teilschritten im Prinzip nachweisen möchten. Das könnte ja auch durchaus denkbar sein. Zum Beispiel könnten wir hier beispielsweise erst einmal den Bereich hier zeigen. Also hier m Durchschnitt m ist Teilmenge oder unechte Teilmenge von m. Das werden wir jetzt hier einfach machen mit einem Venn-Diagramm. Als erstes einmal legen wir die Menge m fest. Das hier wird jetzt unsere Menge m. So. Die Menge m, sodass wir einen Durchschnitt haben, die zeichnen wir so. Das wird jetzt m. Und entsprechend, na, haben wir dann hier die Menge m Durchschnitt n. Was wir aber hier jetzt auch definitiv sehen können, ist, dass diese Durchschnittsmenge, na, wie hier schön ersichtlich, auch in der Menge m liegt. Na, sieht hier, na, kann man hier sehen, das Gestrichelte liegt hier in unserer Menge m. Beziehungsweise wir könnten auch hingehen und könnten das Ganze vielleicht etwas rot machen. Die Menge m und die Menge m könnte ich grün machen. Sieht. Und dann wäre zum Beispiel schon mal der Sachverhalt, na, dass die Durchschnittsmenge zwischen m und m, könnten wir zum Beispiel konstatieren, zu zeigen, wäre jetzt hier an der Stelle, dass jetzt hier m Durchschnitt n Teilmenge oder unechte Teilmenge von m ist. Das wäre hier an der Stelle schon mal gezeigt. Könnten wir zum Beispiel hier auch ein Kästchen hinmachen, weil wir diesen Teilaspekt an der Stelle schon mal bewiesen haben. So. Als nächstes, ne, wäre jetzt der andere Part zu zeigen, nämlich, dass dann zuzüglich, in dem Fall, das kopiere ich mir jetzt hier einfach, beziehungsweise ich muss mir diesen Bereich hier, den kopiere ich mir komplett und füge es einfach hier unten wieder ein, beziehungsweise muss hier einfach nur Beweis hier entfernen. So, jetzt müssen wir den anderen Sachverhalt zeigen. Na, ich schreibe ja so wieder hin zu zeigen. Und nun kommt letztendlich das dann, dass jetzt letztendlich, ne, dieses M, welches wir hier sehen, also das Rote, dann auch gleichzeitig Teilmenge oder unechte Teilmenge von der Vereinigung zwischen M und M ist. Die Vereinigung, die könnte man jetzt wieder anders darstellen. Nehme ich jetzt mal eine andere Farbe. Man könnte das Ganze dann hier auch noch farblich markieren, zum Beispiel, dass man hier für Rot M die zum Beispiel rot macht, um anzuzeigen, das will man hier mit Rot darstellen, oder N könnte man grün machen, um hier anzuzeigen, das wäre für grün. Sie dürfen nicht vergessen, dass ein Beweis bzw. die Beweisniederschrift auch immer eine Form der Kommunikation darstellt, um zum Beispiel einem anderen Mathematiker oder vielleicht einem Schulkollegen, einer Schulkollegin oder einem Studienfreund beispielsweise dies zu zeigen und zu vermitteln. Das könnte ja auch möglich sein. Also immer das Ganze möglichst sauber erarbeiten, damit es auch wirklich der Kommunikation dient. So, die Vereinigung. M und N, ja, die müssen wir jetzt darstellen. Das mache ich jetzt einfach hier mit hellblau. Was da drüber, so. Und dann sieht man hier deutlich, dass da natürlich auch die Menge M rot, na, auch eine Teilmenge dieser neuen Menge ist. Na. Das kann man hier schön erkennen. Na. Weil letztendlich gehört jetzt alles, was in diesem Bereich hier liegt, ich mache es jetzt nochmal stickschwarz, na, kann man jetzt hier sagen, M vereinigt mit N. So, auf die Art und Weise sehen wir das Ganze symbolisch gezeigt. Wir hätten jetzt also hier diesen Teilschritt hätten wir auch erledigt
Und somit hätten wir das Ganze komplett abgeschlossen. Wir könnten also dann hier hinschreiben QED. QED, um also zu zeigen, dass uns hier der Beweis gelungen ist. Wie gesagt, das Ganze in mehrere Teilschritte zerlegt. Wie gesagt, ob das Ganze jetzt wirklich ein Beweis ist oder nicht, da streiten sich jetzt die Geister drüber. Es gibt Mathematiker, denen reicht das als Beweis aus. Andere sagen, es ist eine gute Begründung. Aber es gibt auch welche, die sagen, das ist kein Beweis. Ja, der muss formal geschehen. Also werde ich jetzt auch noch zeigen, wie man das Ganze formal machen kann, den gleichen Zusammenhang. Wir konstatieren auch wieder alles streng genau. Also, wir schreiben hier auch wieder die Behauptung auf. Also M Durchschnitt N ist Teilmenge oder unechte Teilmenge von M und M wiederum ist Teilmenge oder unechte Teilmenge von der Vereinigung zwischen M und N. Wir legen jetzt die Voraussetzungen fest, kürze ich wieder ab. Voraussetzungen, da brauchen wir jetzt einfach wieder nur die Definitionen, ne, also eine Erwähnung einmal der Definitionen der Mengenoperation, wie die definiert sind. Das möchte ich jetzt hier nicht noch im Einzelnen alles ausführen. Wir erwähnen es einfach nur. Das sollte man normalerweise immer machen. Alles, was ja an Hilfsmitteln, also beispielsweise an Definitionen, Sätze oder Axiome, sollten Sie zumindest in den Voraussetzungen erwähnt haben. Ne? Definition der Mengenoperationen und natürlich auch wieder, ne, die Bedingungen zum Beispiel für diese Behauptung, die wir hier konstatiert haben. Also zum Beispiel für M und N beliebige Mengen soll das hier gelten. Einfach auch nur wieder geschrieben für M und N beliebig. Ne? Das reicht vollkommen an dieser Stelle aus. Nun geht es zum Beweis. Na, auch hier kann man das Ganze wieder splitten in Teilaussagen. Zum Beispiel, man muss sich hier im Vorfeld immer Gedanken machen, wie geht man bei einem solchen Beweis vor? Na, das ist immer die größte Kunst, wenn man etwas beweisen soll, sich Gedanken zu machen oder eine grobe Vorstellung zu haben, wie man überhaupt was machen könnte. In diesem Fall wenden wir den direkten Beweis an. Das heißt also, ich versuche durch direkte Folgerungen, ne, durch Einbeziehung der verschiedenen Mengen, der verschiedenen Definitionen der Mengenoperation, logische Schlüsse zu ziehen, um damit dann hier diese Behauptung in dem Fall zu beweisen. So, als erstes zu zeigen, ne, beziehungsweise ich schreibe sie unten hin, zu zeigen, machen wir als erstes den Part, machen wir als erstes diesen Part hier, ne, also M Durchschnitt N ist Teilmenge oder unechte Teilmenge von M. Das soll der erste Part sein, den ich hier zeigen möchte. Also schreibe ich das auch eben. So. Wichtig, immer daran denken. Immer daran denken, dass eine Beweisniederschrift auch zur Kommunikation dient. Deshalb, wenn Sie sich fragen, warum schreibe ich das immer wieder hin, weil da oben steht es ja, um das später beispielsweise dem Leser, na, oder Ihnen, vielleicht als Zuschauer, eindeutiger zu gestalten, eindeutiger zu machen. Das hier beweisen wir als erstes. Das heißt also, anhand dieser Definition hier, na, M Durchschnitt M. So, M Durchschnitt M. Wir stellen uns vor, ich hole mir von dieser Menge, mehr ist das ja nicht, eine einfache Menge, ich hole mir von dieser Menge ein Element. Ich sage also, okay, x ist mein Element und zwar ist das jetzt Element der Durchschnittsmenge zwischen m und n. So, und jetzt greife ich auf die Definitionen der Mengenoperationen zurück, die ich auch in den Voraussetzungen genannt habe. Und dann besagt dies ja,
Ich kann jetzt hier schreiben, eine Implikation, dann besagt dies in diesem Fall, dass x dann Element von M ist und mit einer Spitze und x, beziehungsweise ich schreibe sie unten hin, und x ist Element von N. Ja? Das heißt also, nach Definition, ein Element der Durchschnittsmenge bedeutet dann natürlich auch, dass x Element von M ist und x ist auch Element von N. Kommt in beiden Mengen vor. So, habe ich es doch noch hinbekommen. Haben wir das an dieser Stelle konstatiert. Ne? Wir haben also hier einfach drauf auf die Definition der Mengenoperation Durchschnitt haben wir zurückgegriffen. So, jetzt sollen wir zeigen, dass diese Durchschnittsmenge eine Teilmenge oder eine unechte Teilmenge von M ist. Ne? Das ist letztendlich kein Problem, weil nehmen wir mal gedanklich ein Element aus der Menge M. Ne? Da gehört dies zur Menge M. Und werfen Sie jetzt mal einen Blick auf diese Definition. Da sehen wir eindeutig, dass das Element aus dieser Durchschnittsmenge automatisch auch ein Element von M ist. Na, also können wir hier dran zeigen, dass hier auch tatsächlich diese Durchschnittsmenge eine Teilmenge oder eine unechte Teilmenge von M ist. Na, konstatieren wir. Das wäre also das. Es ist auch keine Schande, wenn Sie in Ihrer Beweisniederschrift deutsche Sätze verwenden, um hier etwas zu zeigen. Denn wie gesagt, denken Sie immer daran, dass die Beweisniederschrift auch eine Form der Kommunikation ist, also um den Beweis verständlich zu machen, damit also für einen anderen die logischen Schlüsse nachvollziehbarer sind. Ne? So. Das bedeutet, den ersten Part hier, den haben wir schon mal geschafft. Was das angeht, können wir also hier schon mal ein Kästchen setzen. Jetzt kommt der zweite Part. Ne? Das heißt also, jetzt müssen wir das andere zeigen, nämlich dass dieses M dann hier wiederum eine Teilmenge oder unechte Teilmenge der Vereinigungsmenge darstellt. Hier gehen wir ähnlich vor, indem wir auch wieder Mengen vergleichen elementweise. Es kommt jetzt also als nächstes der zweite Part zu zeigen. Nun ist zu zeigen, dass M Teilmenge oder unechte Teilmenge der Vereinigung zwischen M und N ist. Jetzt ist die Frage, wie wir vorgehen. Wir fangen mal hier an. Ne? Dann kann man das besser deutlich machen. Wir nehmen mal ein Element aus der Vereinigungsmenge. M vereinigt mit M. So, da können wir daraus folgern, laut Definition, die wir in der Voraussetzung genannt haben, können wir daraus folgern, dass jetzt x ein Element sein muss aus M oder x ist ein Element von N. So. Und jetzt holen wir uns gedanklich wieder ein Element aus M. So, wir haben uns hier ein Element aus M geholt. Und laut dieser Definition der Mengenoperation hier ist dann das X auch Element von M. Ne? Wir können also hier auch wieder folgern, dass somit diese Beziehung gilt. Ne? Wir konstatieren hier, ein x-Element aus der Menge M ist laut der Definition der Vereinigungsmenge auch in M vereinigt mit M enthalten. Ne? Somit haben wir diesen Teilschritt, ne, auch bewiesen und somit im Ganzen auch den Beweis geführt. Wir können dann also hier unten drunter schreiben Q.E.Q. Ne? Das wäre ein formaler Beweis. Auch hier, wie gesagt, Sie können ruhig deutsche Sätze verwenden, um eine Kommunikation zu erleichtern, um also
ihre logischen Schlüsse besser formulieren zu können. Ne? Das wäre das. Wie gesagt, das hier ist wirklich auch als Beweis in der Mathematik anerkannt. Der symbolische Beweis, immer die Frage, kommt dann immer darauf an, für was sie es brauchen und ob hier dieser Beweis dann anerkannt wird. Dieser hier wird auf jeden Fall anerkannt. Ne? Okay, wenn Sie die Fragen zum Thema haben, können Sie die Fragen natürlich wie immer gerne über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt per E-Mail. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht freundlich fürs Zuschauen, würde mich noch über ein Abonnement freuen. Vielen Dank.